Und nochmal. So, und das mal vorsichtiger. Und präziser. So. 9, 8 Schuss. Hä, wieso ist die denn rumlaufen? Alter Schwede. Ah, hier oben gibt's. Ah, eine Nische extra für uns. Wir können uns da oben. Ah, warte mal. RPG 7. Ey, das gibt's doch nicht. Wie viele Punkte haben wir, wenn nicht genug? Wo ist es? Wie viel hat das? 730, 530, 550. Wir müssen mit dem PKM feuern. Ganz einfach. Ich hab's vorhin eben nicht gemacht, oder? Ich bin mir jetzt nicht mal sicher. Ah, Mann. Ja. Ach, komm schon. Knie nieder, der Hund. Ja, genau. Ich habe keine Zeit zum Nachladen, Alter. Nein! Oh. Ah, ich habe genau noch gesehen, wie er die Mine geworfen hat. Oh, und der andere hinten ist ja nicht immer stimmt. Komm schon! Ich bin voll im Kampfrausch. Und ich habe keine Munition mehr. No. Irgendwie, ja komm, ich lass mich wieder töten. Das ist, ja, komm. Ja, schön. Nochmal, bitte. Mir gefällt das. Komm, nochmal. Oh, yeah. Ah, ich will keine Rationen nehmen. Ich will, dass du mich tötest. Liebe es, hingeschleudert zu werden. Komm, mach mich platt, Gecko. Hm, die heilen sich einfach viel zu schnell. Oh, ich gehe jetzt drauf. Yes. Was ist? Nein. So, und jetzt nochmal von vorne und nochmal richtig. Ich hoffe, dass mal klappt es. Und ich muss mir irgendwie andere Waffen aussuchen. Waffen? Desert Eagle darf ich nicht nehmen. Also ich könnte sie nehmen, ich mach's nicht. Die SR1. Kann man da nicht Munition kaufen irgendwie? Wie ging das schon wieder? Objekte. Nein. Ach, Dragons Laden, komm. Munition. Wo ist es? Für welche? Wo ist die SR? Da hier, die SR Munition. Ja, ja, komm, kaufen wir. Das kaufe ich mir. Was hat er sonst noch im Angebot? Ich hoffe, er hat mal... Nein, Düppel hat das sicher nicht. Er hat spezielle Granaten. Rauch, Betäubungs... Eine Phosphorgranate. Ich glaube, wir haben Phosphor geschossen. Kann das sein? Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Wo ist der Granatenwerfer schon wieder? Hier. Die Düppel, ja, die brauchen wir jetzt gerade nicht, weil wir haben so wenig davon, das wird sich gar nicht lohnen. Und jetzt sollte ich eigentlich schauen, was wir für Munition da benutzen. Sehen wir das? Wo sehen wir das? Ah, warte. Da stand doch, wie man Munition kaufen kann.
Ja, ach, geht doch. Ja, wir haben tatsächlich... Haben wir mit Phosphor geschossen? Nee, wir haben... Ja, keine Ahnung. Wir nehmen auf jeden Fall die G-Granaten. So. Wie kann man Munition... im Kreis. Nee, wir haben tatsächlich mit Granaten geschossen. Ja, lass mal. Komm. Hallo, Gecko. Ja, scheiße. Hallo? Komm, geh zu Boden. Ist der andere wieder aufgestanden oder was? Ach komm schon. Ach Mist, der andere steht den Ball wieder auf. Komm schon. Alter, wieso bringt das nichts? Lass mich doch einfach in Ruhe. Ah, Mann. Komm schon! So gehen die nicht drauf, Alter! Das gibt's doch nicht! Ah. Ja, ich gehe wieder drauf wahrscheinlich. Oder ich verpiese mich. Ich verpiese mich. Das ist wohl das Beste. Uff! Ich kehre zurück und ich mache euch fertig. Oh Gott, war das jetzt peinlich. So. Aber wir gehen jetzt zurück. Wir gehen zurück. Und machen sie schon noch fertig. Ich will da nämlich noch ein bisschen rumschauen. Scheiß Dinger. So. So, jetzt sind wir wenigstens sehr gut getarnt. Schalten hier auf Solidarität. So, perfekto. Hier sollten wir unbedingt noch einen Schall. Kann man die Schalldämpfer nicht einfach so raufhauen? Nein, zum Wechseln, Halbschuss. Nein. Wir sind hier, wir haben sie alle schon verschossen, kann das sein? Ja, wir haben sie schon wieder alle verschossen. Hier, Schalldämpfer. Hier, jetzt sollten sie uns nicht mehr ausgehen. Okay, der ist down. Der sucht mich auf. Ah, stimmt. Auf diesem Scheißding muss man schießen. Nee, auf was muss man schon wieder schießen? Hm? Kitzelt sich das nur, oder was?
komm schon. Na. Okay. Okay. Ich brauch das Barett, sonst krieg ich die nicht down. Das ist unglaublich. Hier ein Loch! Und tschüss. Ihr kennt mich mal. Ihr kennt mich mal. Da drin kriegen sie mich fast nicht. Also ich hoffe es nicht. Ich glaube, so dumm sind sie, glaub gar nicht. Alter Schwede, wieso liegen die nicht ab? Nochmal nachladen und jetzt schießen! So. So muss man hin, da. Nein, falsche Waffe. Ja, nochmal nachladen, komm. Keine Chance. Wenigstens sehen sie mich nicht, aber trotzdem, irgendwie ist das Ganze echt nervenberaubend. Ah, man muss auf beide Beine schießen. Wie ging das nochmal? Nee, doch nicht. Mann. Ach Mann. Waffen. Ich glaube, die Javelin sollte genug Schaden. Wie viel? Die richtet eigentlich auch 2000 Schaden an. Das gibt's doch nicht. RPG. Ja, ja, RPG wird schon bringen irgendwie. Boah, was ist das bitte? Hast du dich ausgeschissen oder was? Ja, 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 komm. Alter, das gibt's doch nicht. Zum Glück sieht man nicht, wie ich am Schäumen bin vor Wut. So, nochmal das Ganze. Ja, kriech ganz raus, du Volldepp. Ich hatte sie fast. Ich hatte es. Das Problem ist, ich brauche einfach viel zu viele Schüsse. Javelin ist zu laut. PKM ist zu schwach, zu langsam. Wir schalten das hier noch frei. Vielleicht bringt es uns was. Aber hier können wir wenigstens ein bisschen... Ja, komm, so schlecht ist das jetzt nicht, was wir hier gemacht haben. Hier ein Laservisier. Ja, noch eine Taschenlampe drauf. Perfekt. Ja, fertig ausgerüstet. Und ich glaube, das schießt auch ein kleines bisschen schneller. Nein. Machen mich down. Ach man, ich krieg die nicht fertig. Okay, ich lasse es bleiben. Ich lasse es bleiben, okay. Ihr habt gewonnen, ich lasse es bleiben. Es ist echt schwer, sie down zu kriegen. Ach je, ich kann mich noch erinnern, als ich noch zwei Schüsse einfach brauchte. Ja, nur Pech gehabt. So. Hier ist noch eine Ration. Hier können wir reinschauen. Hui! Direkt runter. Und hier gilt wieder das gleiche Problem wie je und je.
Hä? Ist ja niemand da. Ja? I don't see any enemies around here. Okay. We'll go through the door all the way at the back. Otacon, last time around we had a few complications and wound up going through the commander's office in the basement. That's right. I remember now. But there's no need to go all the way down there this time, right? The back door takes us straight where we need to go. Good point. Okay then. Let's get to the back door. Oh, guck mal. Ich glaub, I believe the warheads have been removed from those nuclear missiles. The amount of ionizing radiation the Mark III's Geiger counter is detecting is significantly lower than what we'd see if there were actual warheads present. Which means, obviously, that you can use heavy weapons without having to worry about igniting leaking radioactive material and causing a nuclear holocaust. Nice. Ja. Nice. Na gut. Werden wir auch hoffentlich nicht einsetzen müssen. Ach je, da war doch alles noch verpixelt vorher. Metal Gear Solid 1. So. Hier ein bisschen das Solid Eye ausrüsten, damit ich das Zeug sehen kann. Da gibt es ein Fenster, dass da ja noch mehr Räume gibt irgendwie. Ja. Und hier gibt es hier eine Karre. Eine FIN-92A. Das ist eine Rakete. Warte mal. Vielleicht Objekte. Ich habe eine Kartonkiste. Okay. Mal sehen, ob es da eine Reaktion gibt, wenn ich das mache. Nimmt mich jetzt zwar Wunder. Ich frage mich, ob irgendetwas passiert. Otacon? Hey Snake, something I've been meaning to ask you. That canyon, isn't that where you demolished Raven's tank? How'd you do it anyway? How? Well, grenades. That's it? You didn't use an anti-tank missile or something? Didn't have one. Your technique is kind of, well, how do I put this? Archaic when it comes to fighting tanks. Honestly, I don't think it'd work on today's main battle tanks. Well, that's how I did it. What do you want me to say? You know, I asked an active duty army officer once. If an infantryman had to take on a tank one-on-one, how should he do it? And what was his answer? Don't. He swore there's no way in hell a single infantryman could take down a tank by himself. Huh. Interesting. I always suspected there was a little something crazy about you, Snake. But hearing that story, now I know it. You're nuts! Single-handedly taking out a tank? That's crazy! You're insane! Otacon, is this your idea of a compliment? Yes! You're the toughest, craziest, most hardcore badass on the planet! You're the shit! Stimmt, den hatte ich ganz vergessen. Wie geil. Ja, danke. Wie Hammer war das jetzt bitte. Stimmt, den hatte ich ja schon vergessen. Okay, es passiert nichts, schade. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier irgendeine Reaktion kommt. Ist ja etwas, nein. Eine Ratte. Nee, komm, wir lassen es sein. Hier oben ist nix. Da ist auch nix. Wir gehen zum Lift mal hoch. Vielleicht können wir ihn ja doch benutzen. Ach, das wäre zu schön. Mal sehen. Haha. Ja. Otacon, the elevator is not working. The panel lights are dead too. Looks like the power's out. Still, there's no need to take the elevator, is there? Hurry up and head to the gate at the north end of the building. Okay.
Aber es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Okay, dann nehmen wir halt mal das Tor. Wie du willst. Also hier. Was ist jetzt schon wieder? Huh? Snake, that door is locked. How do I open it? Security is shut down altogether. You can't release the lock without activating it. You'll have to log in somewhere. I've got it, Snake. My old office is close by. With the power on, you should be able to unlock the door from there. And if you check the facility records, we can find out Rex's status and who's been in and out. You remember where it is, Snake? I'm not senile yet. Just to be safe, I'm marking it on your map. You old geezer. Snake, the password is 48273. Think you can remember that? I told you, I'm not senile yet. 48273. 48273, ich merk's mir lieber. 48273. Hab's mir jetzt auf der Hand aufgeschrieben, damit ich nichts nicht vergesse. Wahrscheinlich kann ich nicht lesen, weil im Zimmer gerade dunkel ist. Snake, I've checked the APU on this floor and engaged the generator. Energy output is low, but it should be enough to power the elevator. Try the elevator and see if it's working. Tatsächlich. Wow. Du bist ein Genie. Cool. Wir können aber nicht ins B1. Schade. Wäre witzig gewesen. Ah je. Guten alten Säulen. Okay. First go down the central hallway. Don't worry, nee, Moment. It's not electrified anymore. Ah, NEMS 72A3. Ah ja, ist klar, für die Munition. Ja, logisch. Ach, schön. Ohne Gas hier durchzulaufen. Herrlich. So, und hier. Stufe 4. Hier können wir nicht durch. Restricted Area. Der verlassene Ort. Was ist? Everything looks exactly like I remember it. Except for that wall way in back anyway. I still can't believe how much damage you caused in such a small space. Ah, the switchboard. Nailed it with a remote control missile to shut down the electric current in the floor. The guidance system and those things takes up so much space, it hardly leaves any room for explosives. Didn't make much of a bang, huh? Hardly. Switchboard's still intact. You're right. The wiring past the switch circuits could still be live. Wait a minute. I'm not gonna get shocked if I walk on this floor, am I? No need to worry. As long as you don't turn the current back on. Das wär's noch, alter Schwede. Aber können wir ihn vielleicht trotzdem einschalten? Hä, hey, ich will wie die... ich bin eine Schalttafel. Aber irgendwie höre ich Signaturen. Irgendwas höre ich doch. Ah, Musik hier. Nee, keine Überwachung bis jetzt. Hier können wir auch nicht durch. So. Durch die Schleuse. Ja? Die liegen auch nicht mehr rum. Alles niedergemetzelt. Von Grey Fox. Oh je. Das Büro.
check security. Ja, genau. Can you punch it in for me? Jetzt habe ich ihn auch wieder vergessen. Ich habe es so grottig aufgeschrieben. 4 8 2 7 3. Nein. Ich wollte es nicht eingeben, ich wollte löschen. Oops. Snake, I think maybe your memory. Don't worry. I'm sure I can remember it. 4 8 7 2 3. Well, let's see. Oh, I jotted it down. See? No need to worry. What? I knew the number. In fact, I remembered it just now. Der Stolz, der lässt nicht nach. Alles funktioniert wieder. Oh, wie romantisch. Nein. I was being attacked by Frank Jaeger. Yeah, I remember. If you hadn't shown up when you did, gives me the shivers just thinking about it. Snake, you saved my life. Naomi hated them for what they did to Frank's body. It was me that crippled him in the first place. She must have hated me too. We shouldn't have been so trusting. I blame myself too. I helped develop Rex. That's why it was so easy for me to believe her feelings were genuine. But she was only using us to atone for her sins. So what? What did she do to us? You forgot already? She betrayed you. She stole your blood. If that was all, it should have been over and done with in South America. Why'd she join us afterward? Well, She has us come rescue her, and then she turns around and goes straight back to Liquid. Why would she do that? I don't know, Snake. But
still with him. What? I just had a look at the security access logs. As I thought, there's people coming and going at frequent intervals. In fact, the records show some recent activity. Look at this. It's an image taken a few hours ago by a surveillance camera up ahead. And Vamp. The Beauty and the Beast. They've been through here. And from what we've gleaned from the security records, it can only mean one thing. They're headed for Rex's old underground hangar. I finished rebooting security and released the locks. The door on the first floor ought to open for you now. Amazing. Almost makes me nostalgic for the days when you needed a key card for every door. Yep. It's been 9 years. All you really have to do is reinterpret the old technology in terms of the new. Getting old isn't all that bad, you know. Let's get going, Snake. Jo, und dann gehen wir auch weiter. I finished unlocking the door on the first floor. It should open now. Aber wir sehen uns doch ein kleines bisschen um. Juhu, und wir gehen. Wir kriegen hier noch ein Playboy-Magazin. Und ich frage mich, die liegt hier irgendwo. Die Konsole liegt nicht mehr rum. Nee, tatsächlich, die Konsole liegt leider nicht mehr rum. Schade. Schade, schade. Ein bisschen rumschießen, vielleicht passiert da was. Juhu, Nudeln. Liegt da wirklich nichts rum? Juhu, man kann trotzdem noch alles zerstören. I've been waiting for you, Snake. Who are you? Neither enemy nor friend. Gray Fox. Colonel, that ninja is Gray Fox. Ridiculous. You yourself in Zanzibar Land. Yes, he should have been killed, but he's still alive. What? They were using a soldier for their gene therapy experiments. How long are you gonna stay in there? Huh? Are you one of them? No, I'm not. I always work alone. Alone? Are you an otaku too? Come on, get out. Nochmal 1000 bekommen. Und hier hängt, wieso hängt noch ein Poster über das Police Notes Poster? Ich frag mich, ob das eine Bedeutung haben soll. Man kann ja nie wissen. Ist das ein Lüftungsschacht? Nee, ist eine Lampe. Okay, wir gehen wieder zurück. Natürlich. Gehen wir jetzt zurück und danach wieder eine. Gecko! What the fuck? Alter, was macht ein Gecko hier drin? Snake, it's blocking the hallway leading to the elevator. You'll have to do something before you can get to the first floor. Ja, ich gehe einfach hier entlang. Oh mein Gott, ein Gecko. Hier unten. Das geht doch nicht, ey. Stimmt, man muss zuerst beide Beine wegschießen.
dann muss man ihn so kaputt machen, wenn man es schafft. Ja! Ah, geht doch. Und gegen einen geht's ja, aber wenn man gegen zwei antreten muss, keine Chance. Keine Chance, ehrlich. Nix. Komm schon. So, und ab nach oben wieder. So, cool. Cool, cool, cool. Gehen wir wieder nach oben. Und danach gibt's eine kleine, aber feine Aufnahmepause. Okay, Snake. Take the stairs down and go to the north door. I'll open it for you with the Mark 3. Jawohl, und das werden wir aber erst in der nächsten Aufnahme machen. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!